Geh sag, seh, was küsst mich hin, es wird Zeit mit Musik verbind. Ich spür für euch die Sechzehner Burg. Ihr hört ein Lieder aus früherer Zeit und manche oder sind schon vorhin. Das Wiener Lied geht singen mit Verlust. Grüß euch, servus, küsst die Hand zu einer, zur fünften Episode von unserer Live-Show, die 16er25-Show. So ist es, genau, grüß euch gut. Schön, dass du da sagst, wieder wunderbar. Ich ein bisschen herstellen. Wir haben uns jetzt ein bisschen verzettelt gleich am Anfang, weil wir, sieht sie richtig, sieht man mich? Ja, ist so klar, ich bin so klar, es nützt nichts. Soll ich ein bisschen in die Knie genannt? Ja. Passt. Wir haben uns ein bisschen verzettelt, weil wir haben schon am Anfang ein Wunschlied gehabt, nämlich... Mhm. Also das hat uns letztens schon einer geschrieben, der Scheurer, und nämlich ein Glasl mit einem Henkel. Und ja, kann ich nicht, aber ich dachte, das schauen wir uns einmal an. Dazu haben wir kein Glasl mit einem Henkel, wie ein Flascherl ohne Stängel. Flascherl ohne Stängel, ohne irgendwas. Bin da, Harry, dir, sehr gut, Gott sei Dank, ein paar Leute sind da. Wir freuen uns sehr, dass ein Patzer Heckmichel ist auch wieder da. Michael ist auch da, ja. Ja, wie beim Grönemeyer. Na, bravo. Bravo. Auch nicht schlecht. Was glaubst du, dass du besser ist wie da? Servus, Buben, der Thomas schaut zu, wunderbar. Tommy, alles Gute für deine Genesung, dass das schnell geht. Alles Gute nach Dernitz. Da verpfuschen, immer die Ärzte verpfuschen meinen Bruder. Verstehst du? Das ist schon wieder ein Pfusch passiert. Ja, laufend. Und geteilt, Harry, danke. Ja, wir machen heute die fünfte Episode. Wir sind das zweite Mal live in unserem Studio, im Punkt Studio 16. Genau. In Kagran. In Kagran in der Hirschstettner Straße. Ja, die Verbindung zwischen Kagran und Hirschstetten. Ja, wahrscheinlich. Es gibt ja in Wien auch die Brüder Straße. Das ist ja nicht so abwegig. Ja. Es gibt auch in den Kirchen die Wiener Straßen. Wiener Straßen gibt es ja überall. Bald einmal wo. Das ist nicht so. Ja, naja, wir haben die ganze Woche volles Programm gehabt. Voll. Gestern Premiere mit den Sedakischrammeln. Vorgestern Generalprobe mit den Sedakischrammeln. War durchaus ein Hocken. Morgen sind wir in Bad Vislau im Vivea Hotel. Niederösterreich-Premiere mit den Sedakischrammeln wieder. Jawohl. Das geht dahin. Also. Das geht nur. Am Sonntag habe ich, der Gary Friend, am das Sonntag bin ich mit Oliver Grün, spielen wir einen Frühschoppen irgendwo. Ich weiß gar nicht wo. Aber ich habe es aufgeschrieben, ich werde es finden. Spielen wir einen Frühschoppen, aber das ist mehr so Jazz und Country, glaube ich, spiele dafür. Ich weiß nicht, ich werde irgendwas dazu spielen. Wenn wir schon irgendwas machen, ist ein Frühschoppen am Sonntag. Und dann nächste Woche, da sind wir schon wieder am Üben. Warum? Weil am Freitag, stimmt das? Ja, am Freitag? Nein. Halt. Da, nicht vorbereitet. Wir sind nicht vorbereitet. Oh ja, wir sind schon vorbereitet eigentlich. Nein, nicht morgen sind wir. Pass auf, wir haben es gleich. Es kann sich nur um Stunden handeln. Ja, Freitag, ich sage Freitag. 29. Das war eh wichtig. 29. Ja. Mit den... 29. Sind wir wieder in Untergang. Es ist wirklich unglaublich, also, ich habe das eh schon bei unseren Live-Einstiegen immer wieder erwähnt. Ich bin ins Weihviertel gezogen und seit ich im Weihviertel bin, so viel habe ich in Otterkring vorher nicht gespielt. Also nahezu jede Woche, zweimal oder so. Ja, jetzt. Ganz oben alles in Otterkring. Aber am Freitag, eben 29. März, im Achillion. Im Achillion, am Abend, 19 Uhr glaube ich wieder. Und zwar treffen wir da auf italienische Musik. Da machen wir wieder was anderes. Wieder Crossover, Kreuzheber, wie man so sagt. Da treffen wir auf die Ipadrini. Ipadrini. Das ist der Maurizio mit seinen Mannen. Und die spielen so italienische Schlager, italienische Hits. Von Azzurro über O Sole Mio bis was weiß ich woher. Also geiles, irgendwie leibendes. Es hat wirklich was. Irgendwie leibende Sachen. Und ja, und wir kommen dann mit Wien. Wir machen wienerisch. Und dann ein paar Lieder machen wir natürlich gemeinsam. Und deswegen probe ich. Also, tragt sich das ein? Ja, deswegen die Probe, weil es ist nicht so Ding. Ja. Ja, mein Gott, nein. Ja, da gut. Weil der Gerhard Schmidt schreibt, hallo Burschen, erinnert mich noch gut an euren Auftritt auf der Seebühne in Lunz am See. Du, pass auf, Gerhard, da waren wir zweimal und einmal, da hat es so stark geredet, dass abgesagt worden ist, dass man dann im,
im Turnsaal weitergespielt. Ja. Und das zweite Mal hat es auch gerenkt, aber das da war wurscht. Da war es nicht so schnell, da war kein Sturm warm. Vor allem, es war kein Gewitter mit Blitz und so. Und was meinst du jetzt, Gerhard? Gib Bescheid, gib laut. Wann warst du dabei, wie wir gekramt haben und ab zum Turnsaal sind oder wie wir das ganze Konzert noch durchhalten konnten? Weil es nicht blitzt hat, kein Sturm gegangen ist. Ja. Da hat es nur gerenkt, ja. Das war auch Wahnsinn. Da waren diese Echo, wie heißt es? Ja, Echobläser, Echoweise. Diese Bläser dann zu dritt oder zu zweit mit Hörnern gespielt. Da hat alles ganz ruhig sein müssen. Und die haben gespielt, das ist am Lunzer See, ne? Da ist so richtig. So über den See um ins schroffe Gebirge eine. Und die haben dann alle gespielt. Tamburitzer war ein. Ja, die waren auch, aber ich meine, ist diese Echobläser, also diese Echoweise, die ist extra geschrieben worden. Dieses Stück für dieses Gebirge. Gebirge. Und also mit Pausen alles, weil die haben gespielt und dann ist das Echo zurück. Und weißt du, wie arg das war leid. Die Gansel hat aber so schön. Und haben uns gesagt, wir müssen alle ganz ruhig sein, dass man das hört. Und die haben gespielt, irgendwas. Und dann Stille. Und auf einmal ist es zurückgekommen über das Echo und dann haben sie wieder reingespielt. Das war echt geil, muss ich sagen. Aber das ist wirklich, sehr leibend. Wirklich leibend, mit welchen verschiedenen Musikern, Musikanten wir eigentlich schon im Laufe der letzten 25 Jahre zusammentroffen sind. Jetzt, weil du gerade sagst, Lunz am See, fällt mir noch, Scheibs ist ja ein Stück weit, aber nicht so weit von Lunz. Mit Scheibs ein Dreier zum Beispiel. Scheibs ein Dreier, ja. Da haben wir gespielt bei einem Jubiläum auch. Die haben bei uns gespielt, auf der Rax, wie wir gespielt haben. Das war ein wunderschönes Konzert, ja. Ein Traum. Familienmusik, Zehettner war da. Da waren einige dabei. Unglaublich. Also, überhaupt die Volksmusikszene, und damit meine ich jetzt sozusagen die, ich weiß nicht, wie man das sagt, manche sagen die echte Volksmusik, andere sagen die authentische. Das Blöde ist das, oder das, es ist so, zwischen volkstümlicher Musik, Schlagermusik und dieser sogenannten echten Volksmusik gibt es keine wirkliche Definition, aber man weiß, was gemeint ist, wann es ist, also wenn man es hört. Das ist eigentlich interessant. Aber so diese wohnliche oder traditionellere Volksmusik, ne, da waren schon einige dabei. Das war mir ganz, ganz interessant. So, pass auf, jetzt hat er zugeschrieben. Warte, zuerst. Heidinger, salve. Servus. Die Kathi natürlich, eine treue Zuhörerin, Zuschauerin. Was dich die Kathi schreibt. Nee, fröhlich. Kirschschlag immer vertreten. So, wie es geredet hat, ich war botschnass. Ja, na klar. Das war beim Jakobis singen. Richtig, Gerhard. Das war ein Wahnsinn. Aber das war legendär, also das war grandios. Aber da hat sich nur gerenkt, da haben wir durchspülen können. Und da haben wir vorher einmal gespielt dort und da hat es eine Sturmwarnung gegeben. Und wir haben gespielt, glaube ich, ein Lied oder zwei Lied. Wir haben ein Lied gespielt und dann ist auf einmal so ein Krachermacher, erste Blitz hinter uns eingefahren ins See und dann hat es geheißen, Bühne räumen. Und dann waren wir im Turnsaal. Nein, das war romantisch. Vorher die Bühne. Alle waren schon los und drinnen hat es da geschwitzt, haben wir es wieder. Die Bühne, der See, das Gebirge, die Wälder, wunderschön. Traum, und dann spielst du im Turnsaal. Nein, leibend. Nein, war gut. Aber es war trotzdem leibend. Das ist ein Geruch in dem Turnsaal. Ja. Typischer Turnsaal-Geruch. Das ist ja so. Nein, wir haben. Hat man nicht viel Spaß gemacht. Ja, aber es ist gut gemacht worden. Von den Organisatoren her. Perfekt. Ich meine, das waren ja ein Haufen Leute. Ja. Ein paar hundert Leute. Ne? Die sind alle umgeschwommen. Und man hat das besser. Umgeschwommen. Quasi wirklich. Umgeschifft worden, sozusagen. Ja. War aber wirklich leibend. Grüße vom Mods, von meinem Neffen. Ebenfalls Retourkarte. Unbedingt. Ja, es ist ja so, weißt du, gesagt hast, mit Musikern, mit denen wir zusammengekommen sind. Da gibt es ja verschiedene Orten sozusagen. Mhm. Es gibt ja Musiker, mit denen wir zusammengekommen sind, die, wie soll ich sagen, die wir gekannt haben. Da gibt es Musiker, mit denen wir zusammengekommen sind, wo wir nicht miteinander, sondern quasi nebeneinander gespielt haben. Ja, ja. Und da gibt es Musikanten, mit denen wir zusammengekommen sind, mit denen wir richtig gern zusammengespielt haben. Ja. Zu den drei. Welche waren deine, was du jetzt sagst, prägendsten? Also der erste Musiker, mit denen wir eigentlich nicht gespielt haben in dem Sinn, sondern die wir einfach gut gekannt haben. Prägendster war Karl Rodinger für mich. Mit dem haben wir gespielt. Also nicht mit Ernst. Nein, aber bevor ich mit ihm, bevor wir gespielt haben. Ja, okay, haben, nein, aber jetzt noch 25 Jahre. Wir feiern ja 25 Jahre. Bringst du die Leute durcheinander? Verstehst du? Ja, also, der prägendste. Also. Ja, nein, aber von den Musikern, mit denen wir nicht gespielt haben, sondern mit denen wir nur einen engen Kontakt gehabt haben.
Was nachdenken jetzt? Ist das, das war ja, man muss ja nachdenken bei sowas. Man muss ja nachdenken. Mit dem ich nicht gespielt habe, noch ja nicht. Das ist ja, nein, die 25 Jahre, mit denen wir eigentlich nicht gespielt haben, aber mit denen wir in Kontakt kommen und prägend waren. Ich überlege auch gerade, wer das gewesen sein kann. Spannende Frage eigentlich. Fordert man ein? Nein, warte mal. Ja, mit Gmela haben wir auch schon gespielt. Ja, ich fix. Ich ja noch, also, wir haben schon mit alle gespielt. Mit alle dann gespielt. Na gut, andere Frage. Vielleicht wurde ich eine Frage gestellt, warte mal. Der Gmela Horstl war zweimal in Lunz. Das stimmt, das weiß ich. Ich wünsche mir einen Wiener Liedabend auf der Seebühne. Naja, du, ich auch. Ganz ehrlich, vielleicht macht die Intendantin Julia Lachersdorf einmal was. Ja, bitte, dann schreibt der Julia. Schreibt der Julia bitte mit schönen Grüßen von uns. Die haben wir sehr ja, zum, haben mit denen nochmal gespielt. Oder sind wir auf der Bühne gestanden? Klar. Ja, gut auch nicht. Ja, aber du, Gerhard, wenn du lieb bist, meld dich einfach bei der Julia. Gib Bescheid, weil das ist sozusagen ja, wie soll ich sagen, wenn man jetzt als Künstler selber danach, das ist nicht so wertvoll, wie wenn Gäste, Freunde, Fans nachfragen, ja, und sagen, hörst, wie genau war das, ich hätte gerne genau mal wieder. Nicht? Aber ich glaube, das kommt da super auch wieder. Also Lunz am See war ein Garant. Die zweimal, was wir da gespielt haben, wirklich schön, war absolut leibend. Obwohl es eben, ja, sie verdammt hat. Nicht? Ja, also bitte gerne, Gerd, mach unseren Lobbyisten. Lobbyarbeit für die 16er Buben. Naja, pass auf, andere Frage zu den Musikern, fangen wir halt mit denen wir wirklich zusammen gespielt haben. Wer ist da einer der prägendsten, muss ja nicht der prägendste, aber einer der prägendsten, was dir jetzt so einfällt? Ernst Spierk für mich. Spierk Ernstl, ja. Ernst Spierk, ja. Weil es diverse ist einfach, die Prägung, nicht nur musikalisch, sondern es hat auch dann mit Instrumentenbau zu tun. Und überhaupt generell mit Musik, nicht nur, dass wir zusammen gespielt haben, viel geplaudert und Stunden einfach. Also ich kann sagen, also fast schon Jahre meines Lebens mit ihm verbracht sozusagen. Also, du spielst gern so, ja. Aber sehr, sehr prägend. Ja. Jetzt überlege ich gerade. Mit dem habe ich auch die meiste Zeit eigentlich verbracht, von außer Klaus. Jetzt überlege ich. Überlegen, ja. Jetzt kennt ihn keinen Hodener sagen. Bei dem Punkt kennt ihn Hodener sagen. Eigentlich. Hodener, oder wer auch sehr prägend war oder ist. Zum Beispiel, wobei das ist nicht einer, sondern das ist die ganze Truppe, die Blueschrammeln. Also der Uli Bär, Uli Winter, Toni Rehbaum, ja, stimmt, da stimme ich dazu. Ja, ja, genau. Auch sehr prägend für uns, weil das war, ja, weiß ich, da haben wir wahnsinnig viel gelernt. Es ist spannend, ich bin weitergegangen. Und ja, das war, und weil es eine andere Musik war. Ich meine, klar, jetzt auch mit Costa, mit den Sedaki-Schrammeln. Aber das ist noch zu kurz, dass das so Ding. Aber die Blueschrammeln, und das ist ja auch über 10 Jahre her. Im 12. Jahr, glaube ich, schon mal her. Das schon ja. Also, das ist, da geht schon was weiter. Ich habe mich so gefreut, eigentlich so mit uns, mit einem Teil sozusagen, also Idole meiner Kindheit und Jugend, so ist übertrieben, aber an Herbert Nowacek habe ich schon verehrt, schon als Bub. Ne? Ich habe als 12-, 13-Jähriger zum Epos-Spielen angefangen und Herbert Nowacek war ein Begriff durch Acid. In 1972 die große Showchance gewonnen mit Rudi Steger. Ich glaube, der Bonga war damals auch oder bei. Zu 23, glaube ich. Das war 72 und ich bin 77 auf die Welt gekommen. Sprich, also da war ich nicht einmal noch. Ja. Irgendwo hat der die große Showchance gewonnen. Und dann habe ich ein paar Jahre später sozusagen gespielt. Jetzt spielen wir es jetzt wieder mit anderen. Wahnsinn, also, ja. Eigentlich Wahnsinn. Der Nowacek, Herbert, das ist eine Information für die Karte jetzt vor allem. Ich muss das ein bisschen umdrehen. Es nutzt nichts. Entschuldigung. Wenn du so brat bist, bin ich mal. Ich weiß nicht, in meinen Nasen. Bin ich besser, jetzt bist du weniger. Wo ist du? Ein Stück weiter, so geht's schon. So, oder? Ja, jetzt bin ich genau wie vorher. Okay. Was ist das? Das ist eh schon ein Fisch. Na, fast. Fast. Der Gerhard hat schon deponiert. Herzlichen Dank. Du, der Norbert, das ist für die Kathi, was ist das? Also der Motz ist mein Neffe und die Kathi ist dann meine angeheiratete Nichte. Nichte, ja. Genau. Die Frau von Motz. Gut, also, die Kathi für das ist interessant. Der Nowacek, und für den Motzl natürlich, der Nowacek Herbert ist daheim in Billigsdorf. Pilgersdorf. Billigsdorf ist in Mayfield. Ja, ich verwechsel es immer. In Billigsdorf ist der Uli Winter da. Das ist der Uli Winter, was in Mayfield. Billigsdorf in Burgenland, das ist ja die nächste Wirtschaft. Nach Kirchschlag,
also ich bin in Botschenau, aber Kirchschlag, da ist die Kati daheim, der Mats. Und dann die nächste Ortschaft ist schon der Herbert Nowacek. Und wir treffen einander hin und wieder unbeobsichtigt am Miesplatz. Ja. Illegalerweise, sage ich jetzt gleich. Der Herbert hat mir nur erzählt, weiß ich nicht, der redet am Miesplatz, auf einmal sehe ich so eine Gestalt, da haben wir doch den Kenne, wer ist denn das? Ja, nicht vorstellen. Man trifft sich in der publiken Welt. Ja, das stimmt. Das sind also interessante Leute. Wie gesagt, Hodina Karl war sehr prägend, natürlich in vielerlei Hinsicht. Der war klar, weil der für mich auch prägend. Das muss ich ja sowieso klar. Rudi Lutsch. Legende auch, eine Legende. Und was schreibt der Gerd? Der Freddy Lehrkinder ist durch das Wienerlied ein Freund geworden, auch ein wunderbarer Musiker. Das den kenne ich gar nicht, Freddy Lehrkinder. Ja, der spielt in Gumpelskirchen, oder hat in Gumpelskirchen viel gespielt. Ja, genau. Wir sind uns einmal oder zweimal über den Weg gerannt. Ja. Kenne ich gar nicht. Aber ganz eine andere Baustellung, die sozusagen. Das kann leicht sein. Aber auf jeden Fall lasst uns schön grüßen von uns. Bitte, lass uns schön grüßen. Andreas Hiedinger schaut zu, ich freue mich. Seid so lieb, schreibt es euch, das ist immer wieder interessant, von wo ihr überall zuschaut. Wir haben schon gesagt, die Karte aus Kirchschlag, der Thomas, aus Dernitz, die anderen. Von wo schaut es zu, schreibt es uns das doch bitte eine. Das interessiert uns immer, das ist immer eine gute Geschichte wert. Weil, wenn es aus Wien seid zum Beispiel, dass man nicht schreibt aus Wien, sondern aus welchem Bezirk oder welches Grätzl. Das ist ja... Man denkt ja immer nur an die Bezirke, ja. Aber es ist ja diese alte Kunst des Grätzl-Patriotismus, ja, die ist ja auch schon wieder fast im Untergehen. Das würde mich interessieren, von wo aus ihr da zuschaut, aus welchem Grätzl eben. Ja. Und es ist ja interessant, wie man herumkommt. Also ich bin ja eigentlich sehr in der Tradition der Wiener Volksmusikanten, weil Ottergring bin ich aufgewachsen. Mhm. Meine ersten 35 Jahre meines Lebens habe ich in Ottergring verbracht. Und dann bin ich nach Floridsdorf gezogen. Und das habe ich gemeinsam, wenn es wahr ist, auf jeden Fall mit Hodener. Ja. Und ich glaube in Gmela auch. Der Gmela ist auch in Ottergring aufgewachsen, oder? Und dann nach Floridsdorf gezogen. Ich glaube, der Horst ist auch in Ottergring aufgewachsen. Ja. Also ich bin in Gmela. Ja, klar, ist in Ottergring aufgewachsen. Und wo ist der Lutschrudi aufgewachsen? Nicht in Ottergring. Nein. Wo ist der aber auch nicht in Floridsdorf? Oder ist es ein echter? Nein, ist kein echter Floridsdorf. Der Rudi auch nicht, glaube ich. Nein. Weiß ich jetzt auch nicht. Auf fix. Aber ich glaube, der Lutschrudi hat auch in Ottergring gelebt, eine Zeit lang, glaube ich. Ja, das kann das auch. Die meisten irgendwann. Jeder hat irgendwann mal gelebt in den Dingen. Na, servus, was da losgegangen. Ach so, aber, das ist das, ja. Aber ich bin ja sowieso viel umgezogen. Also ich bin ja eigentlich auch ein typischer Musiker quasi. Beethoven oder Mozart ähnlich. Das ist, was glaubst du, was uns der kosten wird, der Gesellschaft? Was uns der kosten wird, allein nur an die ganzen Messingtafeln, was man auf die Hausfassade draufschrauft, nicht? Weil hier wohnte Patrick Rüdger für einen halben Monat oder irgend sowas, nicht? Der zieht ja um, wie ich, sagen wir mal, die Unterhosen wechseln tue, nicht? Aber das ist, naja. Deshalb bin ich ziemlich umgezogen jetzt schon. Naja. Na schau, der Gerhard ist bei uns in der Gegend. Gerhard, Kagran, was glaubst du von mir sagen? Wir sind in Kagran, wir gehören zu Kagran. Wir sind im Dreiländereck, Kagran, Stadlau, Hirschstetten. Da ist das Studio. Stell dir vor. Punkt Studio 16. Nicht lustig. In Kagran. Aber aus Lund am See ist er. Natürlich. Ja, klar. Ja, du bist sicher schon 100 Mal vorbeigefahren, Tobias. Wahrscheinlich. Im Augustinerköln hat er gespielt. Ja, erst weißt du, ich war noch... Ja, der alte Legende, genau, der hat... Ja. Der war der Hausmusiker dort. Ja, quasi. Ich glaube das gar, dass ich am... Aber ich war nie im Augustinerkeller, weil ich fast nie im ersten Bezirk eigentlich unterwegs war. Dadurch eigentlich das ist völlig. Ich war immer nur bei Teilen. Also in Vororten, ja. Wiens. In der Peripherie. Ja, wenn wir schon von Heiligen und Vororten sagen, natürlich darf man nicht vergessen, prägend war Pepe Mataschek natürlich auch. Jesus. Ganz unsere Anfangszeit von 25 Jahren. Pepe Mataschek mit Rudemali gemeinsam. Legendäre Abende. Der Patrick, ein Kopfgrässer und mich, aber nur ein Kopfgrässer. Ach so, der von einem Mann gewesen. Der war groß, weil Mataschek war der liebe Kerl, aber auch ein Viech. Und der Rot auch, ja, das war spannend. Der Gier Kurtl natürlich, nicht? Kurtl beim Sölig, nicht? Den haben wir jetzt begraben. Waren auch Legenden. Die Trude Mali, die haben wir die Ehre gehabt. Muss ich wirklich sagen, war eine Freude, dass die zwei Wochen bevor es gestorben ist, war es noch bei uns, beim Heurigen, zuhören, ne?
Und wie wir dann fertig waren, April, sind noch ein Tisch, ist ein paar gute Freunde von uns sind noch blieben. Ja, nein, es waren noch viele Leute da, so grundsätzlich, aber wir waren April, weil die sind dann alle gekommen. Die sind dann alle zugekommen, die noch so auf die Tische. Wir haben uns halt zugesetzt zur Trudi und gesagt, willst du was singen? Wir spielen noch was miteinander. Ne? Ja, hat sie gesagt, also, schon ganz eine leise Stimme gehabt, aber saubere, eine feine, schöne Stimme. Kein Gixer, nix. Aber ein Ding. Und dann hat sie gesagt, ja, nein, machen wir. Und dann haben wir 3, 4, 5 Lieder gespielt. Das werde ich nicht vergessen, das war eine der schönsten Versionen, was wir da gehabt haben, gemeinsam. Das ist Hanefel. Hanefel haben wir da unter anderem. Ja, ein paar Dudel halt. Aber das Leibende war, auf einmal haben sie die Leute, die noch da waren, wirklich um diesen Tisch, ja, das war so ein Ecktischerl, war kein Platz rundherum, aber die sind so gestanden, mucksmäßchen still, gell? Ganz, ganz ruhig um den Tisch um uns herum. Und da hat es gesungen, ne? Das Lied war aus, Stille. So hat sich nicht einmal einer applaudieren traut. Gell? Das war. Aber dann, tausend Applaus, das war großartig. Nicht zu vergessen, prägend war der nicht einmal mein Fall mit Trude in Verbindung, der Schrammelbaron, Franz Pressfreund natürlich. Der war, sagen wir, einprägsam auf Dauer für uns. Schrammelbaron, ja, ja. Du hast ja nur mal einen Streit vielleicht. Na, Wickel, ein Wickel haben wir gehabt. Der Franz, wir haben uns dann ausgesöhnt, lange später. Aber Franz, wirklich ausgesöhnt. Da waren wir ganz jung. Da waren wir ganz jung, da haben wir gespielt, ein Lied. Ich habe irgendwo im Wienerwald einen Wein entdeckt. Das werden wir dann gleich ausspielen. Und gehen wir das noch? Ja. Oder wir schon zusammenbringen. Und ich habe irgendwo im Wienerwald einen Wein entdeckt, da kommt dann die Stöhe, sagt es hallo, retourt und sauft es mal weg. So. Das haben wir gespielt im Bockkeller damals, war das, haben wir das gespielt. Und der Pressfreund, also der Schrammelbaron ist da gesessen, ich bin runtergekommen von der Bühne und gesagt, geh mal her, da geh mal her. Was singst du denn da zusammen? Was meinst du denn? Was ist falsch jetzt, gesungen ne? Hat, falsch gespielt oder was haben wir denn? Das sauft es mal weg, das kennt sich Bruder singen. Bei uns singt man, trinkt es mal weg. Ah, so habe ich nicht gewusst, ich habe das nur so kennt mit sauft es mal weg, nein, kein Thema. Wir haben es schon ausbessert. Zwei Jahre später haben wir wieder im Bockkeller gespielt, ich wieder das Lied, sing, trinkt es mal weg. Ist der Tisch mit dem Hodenakorl, die Trude Mali, der Giergurtl, der Peppe Matosch, der Matoschek Peppe, der Lena Wille, der Koschelo Rudi, der Fredi Gradinger, so dort beieinander gesessen, erst einmal, wo singst du für einen Blödsinn? So wie drin sind, der Franz hat gesagt, das gehört so, wie aber du lass dir nichts einreden von dem Trottel, haben sie gesagt? Na gut, ja, okay, ist in Ordnung. Der Franz hat mich natürlich bestätigt, ja, vollkommen richtig. Na, dann sind wir, haben wir wieder irgendwann gespielt, ich singe wieder, sauft es mal weg, ist er wieder. Geh her da, boy. Was singst du schon wieder zusammen? Was glaubst man nix? Sag ich, erst die anderen haben gesagt, das gehört so. Ja, was ich mein, glaubst den anderen oder mir? Sag ich, erst gar kein mehr, leg mir den Arsch, hab ich gesagt. Das ist mir wurscht, ich geh Jazz spielen und geht jetzt, weil es so angefressen so hat, aber wirklich. Sag ich, geht jetzt krepieren mit dem Wiener Lied, wirklich wahr. Das geht mir am Arsch. Ich spiele da, ich freue mich, dass ich spiele, das geht mir nur am Zager, ne? Na, auf jeden Fall da lang, also da war Funkstille lange Zeit. Und dann auch irgendwann, guck mal, das haben wir eh wieder gut. Der mit der alten Hut, der Klasse Bursch. Na, was denn? Ja, und dann ist er auch bald drauf, dann gestorben. Aber ich war froh, dass wir uns noch ausgesprochen haben oder dass wir uns wieder vertragen haben dann. Ne? So, warte, jetzt muss ich da wieder. Die Kennmelodie vom Radio Wienerlied ist von Freddy. Ja, ja, ja. Na, Gerhard, mir sagt ja schon langsam was. Doch, doch, ich weiß schon, aber ich kenne ihn nicht gut. Ich kenne ihn nicht gut. Ja, ne? Die Dunja aus Dornbach ist wieder da, na, das gefreut mich, die haben eh schon gefreut. Ja. Ja. Das ist schon viel Versandheit, ne? War schon. Ja. Der Verein rettet das Wienerlied in Stammersdorf. Na, grandios, gibt es den noch wahrscheinlich nicht. Gell. Rettet das Wienerlied. Ja, das ist halt, es gibt so viele Vereine. Ne? Ich meine, es nutzt nichts. Es gibt kaum Wienerliedmusiker, es gibt kaum eine wirkliche Unterstützung fürs Wienerlied. Aber 100.000 Vereine, das ist halt leider so ein Problem bei uns. Ne? Schaut. Ja. Das ist ja auch ein Grund, warum wir ins Internet gegangen sind oder gehen. Ja, warum wir versuchen, das online zu machen. Warum wir immer wieder Lieder einstellen. Übrigens, jeden Montag erscheint ein Wiener Lied von uns, also nicht von uns geschrieben, sondern von uns interpretiert. Machen wir auch auf YouTube. Manchmal auch geschrieben, aber grundsätzlich, wir wollen einfach schrittweise ein Wiener Lied nach dem anderen in YouTube einstellen, das einfach da ist. Dann wollen wir noch dazu, das haben wir noch nicht gemacht, dass wir einen Text dazu schreiben, kommt aber noch dazu, der Text
vielleicht sogar die Akkordbezifferung, dass man das ein bisschen ausbringt, ja, weil wir sind immer mit diesen Wienerliedvereinen und so weiter, obwohl das leibend ist, also absolut, ist eine super Sache, aber ja, es ist halt immer ein Braten im eigenen Soft, immer. Egal, wir sind bei so vielen Wienerliedvereinigungen, wo wir halt spielen, und es ist immer leibend, aber es wiederholt sich das Publikum einfach, ja. Das sind immer die gleichen Leute, man kommt nicht raus. Und die heutige Welt spült sie, aber wenn man das nicht wahrhaben will, spült sie nun einmal da vor allem über diese Plattformen oder über das Internet. In diesen Medien einfach ab. Das ist so, ja. Ist ja so. Und die Jungen, man kann gar nicht sagen, die haben kein Interesse am Wienerlied. Die jungen Leute kennen das Wienerlied gar nicht. Die können gar kein Interesse drauf haben, weil sie es gar nicht wissen, dass das gibt. So ist es, ja. Und das ist ein Grund, warum wir eigentlich ins Internet gehen und jetzt weniger Vereinsgeschichten oder solche Sachen machen oder so an Unterstützung oder gar Medien um Unterstützung bitten oder Politik oder sonst was. Vereinzelt kommt das immer wieder, aber wenn du hin und wieder irgendwo Unterstützung hast, macht das es gerade nicht fett. Es hilft ein bisschen zum Überleben, aber es hilft der Kultur selber nicht wirklich. Deswegen gingen wir eigentlich da aktiv ran und es macht einen riesen Spaß. Mhm. Die Dunja sagt, das ist eine gute Idee. Ich weiß zwar nicht, welcher jetzt davon denen, was ich alles gesagt habe, aber ich gebe dir recht. Servus Susanne, du bist auch wieder dabei, das gefreut mich. Naja, pass auf, wie spielen wir das auch? Ich habe irgendwie mir noch wieder einen Wein entdeckt. Will man das, ja? Das haben wir mal gespielt, kann ich mir, haben wir noch nicht gespielt, weil wir gesagt haben, vorher der Lutschrudi. Wir haben das noch nicht gespielt gehabt, also noch nicht im Repertoire gehabt. Und wir haben das im Schmidhansel, da waren wir oft, ne, da hat der Lutschrudi gespielt. Und da hat er das gesungen, der Gerhard Heger, der Rudi, der begleitet. Der war abregend. War abregend, absolut, absolut. Ganz ja, wichtiger. Gerhard Heger, ja, ganz wichtiger. Ganz wichtiger für uns, der Gerhard. Und auf jeden Fall, der Gerhard singt mit seiner traumhaften Stimme, nicht? Ich habe irgendwo im Wienerwald einen Wein entdeckt. Und der Rudi fällt eine Leiche versteckt. Ja, die war schon gestunken. Ah ja, so irgendwie ist noch weiter. Da muss man Pfui sagen. Aber das kann man nicht vorspielen, das weiß ich nicht, wie das geht. Das weiß ich nicht, wie das geht. Gut, probieren wir es auch. Es heißt wirklich so, gell? Ich habe irgendwo im Wienerwald einen Wein entdeckt. Ich hab irgendwo in Wienerwald an einen Tag, das ist ein Treffer, da muss man sich so. Wenn wir einer tun, in das Glas steckt, der muss zuerst lassen, da muss er besser. Was ihr möchtet, genau alle wissen, was das Meldung gibt, aber regt euch nicht auf, das hat ganz weg. Den sag ich euch voll und bliss, von den Hauer die Adresse. Satz ist halt ohne Tour und sauft zusammen. Ich bin immer nur in Refrain, aber das ist ja wahr. Ja. Ja, schau, da hat der Gerhard auch wieder recht. Das, du sagst heute lauter gescheite Sachen. Gerhard Schmidt sagt richtig, der Erich Zipp ist auch ein Vorreiter für die Verbreitung des Wienerliedes. Absolut. Absolut, der hat nicht vergessen. Ja. Der hat das mit der Wienerlied-Sendung, also mit dem Verlag, mit dem Ganzen. Und der hat immer, den kenne ich auch schon ewig, der Erich hat uns die zweite CD, glaube ich, die wir gemacht haben. Der Wiener Vorstadt Plus. Wiener Vorstadt Plus hat er uns vorfinanziert. Und der Erich hat gesagt, so, finanziere ich das und zahlt es wieder zurück dann mit genau. dem Verkauf. Ja, ja. Ganz, ganz toll. Also als Mensch, als Kollege sowieso Leimann. Aber eben auch, so wie du richtig sagst, Gerd, fürs Wienerlied absolut wichtig. Der hat so viel gemacht und die Marion, seine Tochter, macht ja da jetzt auch fleißig weiter. Und absolut unterstützenswert. Also da sind wir aber auch gerne in Kontakt mit denen und machen das immer wieder. Das ist es auch, ja. Ja. Die Dunja sagt hundertprozentig eure Meinung zum Internetauftritt und wie wichtig dieser Weg ist. Danke dir, Dunja. Das haben wir eh schon mal plaudert. Das gefällt uns, dass dafür.
Liebe Grüße von der Sophie und der Johanna, na klar, meine Großnichten. Naja, Sie würden sich, welches Lied würden Sie sich wünschen? Okay, muss das schon wieder sein. Es muss. Ist für meine Familie. Ist das ein Text mit Psalmen und Musik Walter Häuser? Ja, das klingt gut, ja. Die Wampen, meine Herrschaft. Ich habe es ja gesehen, die Wampen. Aber nachdem der Heidinger noch immer zuschaut, naja, was denn? Da können wir uns Vollgas geben. Heidinger, mitschauen. Kennt ihr ein Wiener Lied, welches Opiumrausch heißt? Ja. Ah, es ist eigentlich kein Wiener Lied, es ist ein Schlager. Das heißt Fass das Glück. Das habe ich schon lange nicht mehr gehört. Der Gierkurtl hat es auch gesungen natürlich. Der Herbert Bäumel spielt das noch, das weiß ich, der kann das sicher noch. Und der Roland Sulzer kann das auch. Solche Lieder kenne ich nicht. Fass das Glück. Fass das Glück, sagt man, oder? Das heißt Opiumrausch heißt es eigentlich. Ja. Ich meine, doch, das ist schon so. Ja. Ich glaube, das ist so ein Wortspiel, wie das Yoda formuliert. Das Yoda formuliert, ne, das kennt sicher alle. Das kennt sicher. Yoda formuliert. Ne? Yoda fahren wir halt nach Nussdorf, Nase und so weiter. Oder, jetzt passt auf, bei der Gelegenheit, das ist auch eine Geschichte. Da, ich gebe zu, es gab einmal einen Tag, da war ich betrunken. Und das war nach eigentlich, der Tag danach. Weißt du die gleiche Geschichte wie jetzt? Nein, weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Nein, bei dir warst du gar nicht dabei. Ach so, okay. Nein, und da war ich mit einem Freund, also mit zwei Freunden, unter anderem mit einem Freund aus Deutschland, im Broder. Und da waren wir schon recht aufgerudelt, muss ich sagen. Ja. Und da sind wir, das ist Jahre her, da sind wir mit einem Riesenrad gefahren. Ne? Und da fahren wir so, waren ein paar Deutsche drinnen auch. Und mir war es eh schon selber fast unangenehm, aber ich bin so ein Mensch, lieber einen Freund verlieren als eine Pointe auslassen. Weil das, verstehst du, das ist, wenn es auf der Zunge liegt, das muss raus. Und ich habe die ganze Zeit schon ein Blödsinn gekriegt. Und auf jeden Fall sind wir da so mit dem Riesenrad halt raufgefahren und da ist so eine Gerätschaft irgendwo und die heißt Imperator. Ja? Das ist so irgend so ein Schau. Ich glaube, das gibt es eh noch immer. Wahrscheinlich, ja. Imperator. Und ich stehe da oben und sage, ja, kennt ihr es überhaupt, ein Wiener Lied mit Imperator singen? Nicht? Weil es so geredet hat über den Boden, dass es so modern ist. Da habe ich gesagt, das passt halt. Und da habe ich gesagt, nein, mit Imperator gibt es kein Wiener. Da habe ich gesagt, ach, Imperator blühen wieder die Bäume. Du solltest weniger Wasser trinken. Ja, das möglicherweise. Einen Schluckel nehmen. Möglicherweise. Auch die Wiener Lindschiefer, die sehen sich vollkommen richtig. Da schaut der Czernepeter, schaut zu, grüß euch, Burschen, sagt der, grüß euch, Retour. Peter, servus, grüß dich. Oh, der Heidinger muss weg, leider. Servus, für die Martin, servus. Jawohl. Der Thomas, der wünscht ja, jetzt müssen wir die Wampen spielen und dann natürlich für den Thomas spielen wir extra, damit du schnell wieder gesund wirst. Heute kommen die Engel auf Urlaub nach Werden, selbstverständlich. Das hängen wir dann gleich drauf, das ist ein D. Ja. Das ist ein D und dann hängen wir, wo man mit den Refrain-Wampen. Und die und genau. D7, Dominant Zepterchord und weiter zur nächsten Dominante. Genau. Hast du so? Nein, Tonika, nicht zur nächsten Tonika. Die neunte, noch ein Zepterchord, noch der siebte, da kommt noch die Tonika. Tonika, Dominant, Subdominant, Subdominant. Genau. Ich hob ab und zu am Wampen, den Zeigerde her. Mit dem Wappen, welcher Millionär, ich hab ein gutes Wappen, den kostet ein Schiff in Geld. Und wenn ich mit dem Wappen hätte, hätte ich auf der Erde eine Wiener mehr, ein größerer als ein Chauffeur. Zwei Wiener und eine Kammerfrau, die ganze Woche blau, juhu, mein Jungen, rast die Boy. Aber Welt ist mein Freund, und ein mega Boy und noch für mich mehr, gib ihm ein Wappen her. Hätt Ober Engel noch Vogel und noch mehr, den wird das Haus, du lässt mir was schnell zu gehen. Hör dann die Schrammel und singe dazu, Leil und der Mädel, die kriegen ohne den Kuh. Hinter der Bahn steht Gott einmal ein Loch. Für mir der Rausch, für ihn wäre doch noch. Der Bett aus dem Himmel schaut runter auf mich. Wer allein, wer allein, aber du, wo ist du? Jawohl, ja,
Jawohl. Ein spontan Potpourri wieder mal. Ein Potpourri, na was. Ich habe einen Karl mit mir. Ja, kennen Sie? Ja, kenne ich, aber ich kann es nicht spielen. Vom Neuwirt. Ja, ich habe einen Karl mit mir. Kann ich nicht, leider, nein. Aber das ist auch übrigens ein Name, der gehört auch gesagt. Ja, der Roland Neuwirt. Ja. Man muss ja das, wenn man sich das so musikalisch ausschaut, musikhistorisch, wenn man nimmt, so in die 60er Jahre, 70er Jahre, ist das Wiener Lied eigentlich durch diese Verkitschung der 50er Jahre, durch diese Wiener Heimatfilme, ja, diese, wo man dann versucht hat, ja, nach dem Dritten Reich wieder ein bisschen so die heile Welt wieder ein bisschen herzbringen, da hat man das Wiener Lied sehr verkitscht. Das ist eigentlich das passiert in die 50er Jahre mit dem Wiener Lied, was in die 80er Jahre, 90er Jahre dann mit der Volksmusik passiert ist, ne? Ja. Diese volkstümliche dann draußen ist. Auf jeden Fall, das war so, und da war das ein bisschen im Untergehen. Und der Hodiner Karl hat in den 70er Jahren durch den Jazz, den er mit dem Wiener Lied verbunden hat, eigentlich das Wiener Lied ein bisschen aus dem Sumpf rausgeholt und wieder aktualisiert. Der Gmelerhorstl hat es ähnlich gemacht, nur da muss ich jetzt vorsichtig sein, dass man es richtig versteht, der hat quasi das Wiener Lied ein bisschen schlagermäßig gemacht. Aber nicht Schlager im Negativ, wie man es heute versteht, sondern der hat es ein bisschen in die vom Heurigen Weg geholt, kann man sagen. Ja, ja. Genau, ein bisschen schon schlagerartig, hitzmäßig. Genau, genau. Und der Roland hat. Und der Neuwirt, der war dann erst gekommen in die 80er Jahre. Ne? 80er Jahre. Ende 80er Jahre. War er schon da. Aber mit der, der hat dann den Blues eigentlich. Ja, den Blues eine. In die Wiener Musik eingebracht. Ja. Der hat den Blues eingebracht. Und hat damit wieder das Wiener Lied eigentlich vom Untergang, kann man es nicht sagen, aber so doch vom Verschwinden der Bildfläche durch die Verbindung im Blues eigentlich wieder ein bisschen belebt. Ne? Ja, genau. Naja, und jetzt sind wir da und wir bringen das Wiener Lied ins Internet. Ne? Das ist auch Leistung. Naja, auch nicht schlecht. So, was haben wir einmal? Der Scheurer Georg ist endlich da. Wo warst du die ganze Zeit? Das ist ein Wahnsinn. Kommend vom Kultgenuss, Narrenturm, Volkskundemuseum, Jugendstil, ne, schau da was an. Der ist unterwegs. Servus. Bravo. Grüß euch, ein Glasal mit einem Henkel. Ich hab's schon gehört. Georg, wir haben uns da schon drum gekümmert. Aber ich muss sagen, Volkskundemuseum, da bist du ja quasi in meinem akademischen Fachbereich, nicht? Weil ich habe Volkskunde studiert. Ich habe das Einzige, was man ich glaubt, fertig, das kann man ja. Ich habe viel studiert, sehr viel studiert, aber nur eins fertig. Aber das, ich habe nur das fertig studiert, was ich überhaupt gar nicht mache. Ja, aber ist ja wurscht. Hauptsache, man hat einen Abschluss. Die Mama ist glücklich, die schaut eh zu wahrscheinlich. Mama ist glücklich, aber die kann nicht kommentieren. Die Mama kann nicht kommentieren, weil die hat keinen Facebook-Zugang. Die kann nur zuschauen, aber sie kann nicht mitschreiben. Das, wer meine Mutter kennt, weiß, das ist natürlich das Härteste. Sie muss zuschauen und kann nicht mitreden. Ich warte nur, bis das Telefon noch mal läuft. Ja, das kann auch leicht sein. Das kann auch leicht sein. Ja. Du kannst aber auch anrufen, können wir reden miteinander. Ja. So, pass auf, jetzt muss ich noch weiterschauen. Also, Georg, wir vergessen dich nicht. Die Kathi schreibt Danke von den Mädels. Ja, die Sophie. Also für die Johanna, das ist eben mein. Das ist die Großnichte, ne? Die vergisst es immer wieder. Wenn das, wenn das vom Neffen des Kindes ist, die Großnichte. Ja. Großnichte, die Johanna, die hat kriegt die Wampen. Und natürlich, weil wir ja anständig sind, müssen wir schon für die Sophie, für die Zweite, für die Ältere, ein braves Mädel auch, müssen wir natürlich auch ein Wunschlied. Sie wünscht das Vogel am Baum. Das können wir dann auch machen, spielen wir dann auch an. Pass auf, die Susanne alliert mit der Himmelstraße. Ja, Hintergrinz am Berg weg. Ist ein Himmel? In Grinz gibt es eine Himmelstraße. Ja. Ah, aber das kann ich nicht. Da gibt es das kann kein Zufall sein. Genau, aber ich glaube, das heißt mit der Grinzing lassen, an himmlisch guten In Grinz gibt es eine Himmelstraße, so heißt es. Ja, aber das kann ich nicht. Das kann ich nicht. So, wir haben gespielt vor ewiger Zeit, auch wieder ein Zusammentreffen mit anderen Musikern, da habe ich da gespielt mit Georg Weilguni und ja. Den Rathaus Schrammeln. Das Kassen haben wir in Heiderwalter begleitet. Das war 20 Jahre her, glaube ich. Ja. Da haben wir das gespielt. Also ich. Ja. Der Georg Weilguni, der war jetzt in Grumbach. Weiß ich gar nicht. Ja, in Grumbach, der hat da einen Workshop gemacht und hat ein Problem in Equipment gehabt. Hat mich angerufen und sagt, du bist doch da in der Gegend daheim, kannst du mir da helfen? Sag ich, ich kann dir nicht helfen, weil ich bin gerade in Wien. Aber pass auf, ruf an, habe die Nummer geschickt von Ferri, vom Bürgermeister von Botschenau, der Schwarzferri. Sag, ruf ihm an, das ist ein Musiker, der kann dir helfen. Dann ruft mich dann ein paar Tage später der Georg wieder an und sagt, du, ich wollte dir nur sagen, alles leid. Ich habe den angerufen, der ist sofort gestartet, hat alle
Hebel in Bewegung gesetzt. Also alles gut gegangen, ja. Hat super funktioniert. Also das ist nicht? Ein Bürgermeister, was kommt der auch gut hier. Nicht? Was? Aha, da schon her. Aha, da gibt es ja noch. Moment einmal. Ja, warte mal. Jetzt müssen wir noch schauen, dass ich nichts vergiss. Kann Patrick bitte mal seine Harmonika erklären? Na bitte nicht, so viel Zeit. Soll man das bitte. Heute machen? Ist das C-Griff links? Nein, rechts meinst du, auf der rechten Seite. Das ist ein B-Griff. Die Wiener Schrammelharmonika ist B-Griff. So wie das der russische Bajan auch ist und Rosan Balken spielt. Ja. B-Griff. Ja, B-Griff. Kein C-Griff. Was immer das heißt. C-Griff ist meistens, wird hauptsächlich also in Frankreich und so weiter dann gespielt. Ja, ja. Der Eppi schaut zurück, freut mich auch total. Super Shirt, ja, finde ich auch. Ja, gönnt ihr welchen Augenblick? Mozart, also Schikaneda eigentlich, ne? Aus der Zauberflöte. Ja, die Hochzeitsschrammel für Thomas Draxler, gell? Ja, großartig. Das, ja. Ja, der Eppi ist da. Schikaneda, der Mozart, immer mit dem Librettist, weil ich schwierig Menschen gehabt. Immer, immer. Was ist, was soll. So, pass auf, jetzt müssen wir aktiv werden. Ja. Vogel am Bann, machen wir gar. Ein Einlauf quasi, nicht? Für die Sophie ist das, ja? Du sitzt auf der Wiese, ein Großäume Mörd, die Boxer zerrissen, die fehlt nichts dabei. Ein Spitterling fliegt man um die Hose her, ein Fink frisst ein Flieger, aber ich pfeife in den Druck. An der Arbeit, den Kindern, am Moment an. Ich fühle mich so frei wie der Vogel am Bann. Reis an die Luft. Na, was denn? Boom, warte, da kommen die. Servus, na, grüß euch gut. Schau da was an. Gut, dass du das lesen kannst, nicht? Mein Augenlicht. Ich lese eine Kirsche für mich. Ja, schau da was an. Sieht der Eppi einen guten Wunsch. Haben wir gespielt? Das darf ich sagen, das darf ich noch beim Antrag, wie der Eppi einen Antrag gemacht hat für seine liebe Nina, habe ich die Ehre gehabt, das musikalisch zu begleiten. Natürlich mit dem Liebeslied schlechthin, auch von Karl Rudiner. Ich lese ein Kirschen für die Box ohne Kehren. Wann wieder heimkehren, kriegst jeden Stern. Wann in die Sonne gehen, die mich ziehen. Und was für dich ist, hätte ich schon das Frühjahr gestorben. Der Wald für dich, der mir ist das lauter Christbach sein. Wann du was schaffst, ich soll aber nur mein. Und die Gebärs hat er die Lehm unter dem Schreck. Und wenn ich höchst Gott so am liebsten mit einem Lied. Jawohl, jawohl. Ganz schön. Wunderschön. Walter Bissecke, der Text. Ja. Ja. Ja, schau mal, weil der Peter jetzt sagt, er freut sich, dass er uns so regelmäßig sieht. Ja, das ist ein gutes Stichwort. Erstens einmal, ich freue mich auch, weil wir sehen uns eh so selten, Peter, weil wir oft nicht zusammenkommen. Ne? Das ist zeitmäßig ein Problem. Ist immer wieder schwierig, aber wir sehen uns da und das ist gut. Und wir haben halt gesagt, wir wollen eigentlich schauen, dass wir wöchentlich eine Sendung zusammenbringen. Bis jetzt schaffen wir das. Bis jetzt fünfte Episode und ja. Die ist in Serie einmal die Woche.
Ja. Wir können keinen fixen Tag nehmen, weil wir spielen ja. Also wir haben ja bereits einen gefüllten Terminkalender her. Ne? Ja, das, und dann muss man ehrlich sagen, wenn natürlich ein Engagement einer kommt, ist halt. Nicht, man, da war ich blöd, wenn ich, jetzt sind wir uns ehrlich, wenn ich jetzt da sind wir uns ehrlich, wenn wir da wo spielen könnten, nicht, und so weiter. Also haben wir gesagt, nein, wir wollen das schon einmal die Woche schaffen. Und jetzt die letzten zwei Wochen war es wirklich so, dass der einzig freie Tag, wo wir sonst nichts haben, immer der, ja, das eine war der Sonntag, ja. Letztes Mal war es der Sonntag, ja. Und jetzt dann haben wir gesagt, naja, jetzt am Freitag, ne? Freitag. Nächste Woche müssen wir erst schauen, wie wir das machen. Das ausgewählt, ja. Wir werden es irgendwie zusammenbringen. Aber ja. Ja, wird mal Zeit, ja. Der Epe kommt mit den Insider-Sachen. Na, bravo. Ja. Na, der Epe. Der Epe kommt mit den Insider. Du hast doch vollkommen recht. Was schreibt er? Was schreibt er? Na ja, brav ist er. Brav ist er einfach. Pass auf, jetzt muss ich was anderes schauen. Führen. Der Georg. Den, dass man Georg nicht vergessen. Ne? Der hat jetzt schon ein volles Programm gehabt. Jetzt habe ich mir extra irgendwo die Seiten aufgemacht. Du hast da gewünscht, ein Glas mit einem Händel. Und das kann ich auch nicht, aber mit darf ich improvisieren. Mit C haben wir gesagt, gell? Für Georg extra improvisiert, ich will Text ausgeschrieben. Ein Glas mit einem Händel oder in ein guter Wein, dann immer sie singen oder nicht verheiratet sein. An allem Tanz und Schramme, mich nie dazu neu her, dann kennt die innen Damen, voll freier Lover, war weh. Kurzversion. Kurzversion. Ja, weil du ganz gespielt. Wissen die gar nicht. Also extra für dich, aber du hast das. Sag. Weil eines der Bilder ganz schön. Ja. Ja, da muss man durch oft. Bitte. Nein, es ist ja oft so, beim Heirigen, nicht, wenn Liederwünsche kommen. So, ist ja also zum Beispiel mein absoluter Favorit ist, wenn sich einer wünscht, dass, geh, spielst du mir das Lidl, das mit dem Wein. Alter. Ja. Spiel mir das, was das ist von dort mit dem. Na, der Dings, weißt du, na, der hat es auch gespielt, der hat es auch gespielt. Weißt du? Ja, wirklich, das ist das ja auch ganz großartig. Das ist ja ganz genial. Ja. 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 Nein, es ist wirklich, aber, ja, so Liederwünsche, oder was du was früh singen? Da, 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 ba, ba, da, ba, ba, sa, da, ba. Ja. Ja, es ist schon oft richtig. Neue Komposition. Ja, ja, oder was soll ich sagen? Und was halt besonders leibend, ich meine, in den meisten Fällen ist es ja wirklich einfach lieb und leibend. Absolut. Ganz selten ist es dann anstrengend, manchmal schon. Aber vor allem, wenn so angestrahlt sind, weißt du, wenn so der alte Wiener angestrahlt ist, nicht angesoffen, das ist dann sind schon oft ungut, aber angestrahlt. Und dann, und das ist manchmal schon recht lustig. Ne? Und wenn es dann was vorsingen, das ist dann schon manchmal recht eine gute Geschichte. Aber ja, es ist so wie. Jetzt haben wir gespielt um einen Deutschen. Ich meine, es hat mich geärgert, zum Beispiel geärgert. Die waren halt auch schon angestrahlt, nicht? Die haben auch einen Spaß gehabt und so, aber da haben wir gespielt, nicht? Und die eine hat uns ja ein Liedl gewonnen. Eigentlich haben wir ja schon Schluss gemacht. Ja. Und die eine von Tisch hat uns noch gebeten, dann ist uns noch nachgegangen, sozusagen, und gesagt, geh, kommt's noch mal, oder spielen wir noch eins, und spielt uns noch eins, bitte noch. Und man dachte, na gut, selbstverständlich, ne? Machen wir doch, ne? Ist ja nichts dabei, ne? Ein Lied gespielt, so halb fertig quasi, nicht einmal noch ganz. Da kommt der andere von dem Tisch und fängt auf einmal mit Norddeutschen. Nein, das war die eine, die hat uns gefragt, ob man das Lied, und hat uns am Handy einen Text gesagt. Ne? Sag ich erst, das Lied kann ich nicht kennen, aber ich kann es nicht einmal lesen, was da steht. Ja, das ist ein plattdeutsches Lied und so. Sag ich, nein, eh super. Ja, das ist Leibern. Wenn ich in Hamburg bin, hole ich mir das aber. Wir sind ja da in Wien, was willst du jetzt mehr? Und dann hat der eine gefragt vom Tisch, was ist das für ein Lied? Und dann hat er nachgeschaut, ah, das kenne ich, und hat zum Singen angefangen. Ne? Naja, gut, dann haben die halt das gesungen, haben sich gefreut. Das war nicht best gemeint für ihn, aber gut, ja, dann gehen wir halt. Ne? Dann haben wir zusammengepackt und gesagt, nein, nicht die Musik, soll nicht aufhören. Sag ich, nein, passt auf. Aber da siehst du, wie man oft in dieser Kassettenrekorder bin ich auch allerdings ja. Auf- und anschalten kannst. Na, vor allem, es hat keinen Sinn. Es ist ja, wie der Patrick immer zu Recht sagt, ich fahre ja nicht ins Ausland und hole mir dort Wiener Musik. Nein.
Das mache ich nicht. Das macht man nicht. Michael Höfler spielt sich auch die Skyline von Wien. Na, aber was denn? Das ist ein Lied Michael, von mir. Michael, das machen wir doch. Das mache ich gerne. Machen wir. Erst, ich glaube, kann das sein, dass man gerade deine Frau was geschickt hat am Handy? Warte, müsst ihr das schauen, ob es nicht sehen kann. Ich glaube nicht. Oh ja, Michael, pass auf. Oh ja. Jetzt schaut er noch lang, wahrscheinlich. Ich fasse einmal das Instrument. Aha. Aha. Mhm. Aha. Gut. Ich glaube, es war der Frau. Kann das sein? Michael, ich glaube schon, gell? Michael. Höfler stimmt. Aber ja, das ist keiner von mir. Pass auf. Trinkst du das zusammen, ne? Ja, sicher. Locker. Na, sowieso. Ja, ja, schreibt der Michael. Großartig. Ich freue mich, dass wir uns zumindest über diesen Weg. Das letzte Mal habe ich gesehen im Couleur, in der Zeitschrift, würde ich sagen, der Weinbauer, Michael, ein Weinbauer. Also eigentlich hat er was Gescheites gelernt auch. Was bist du, Jurist oder nein, Kommunikationsberater, irgend sowas, glaube ich, geht. Wir schreiben das ein. Das ist für die anderen auch interessant. Das ist interessant. Ja, hat sich. Also er weiß, dass man seine Frau was geschickt hat. Ja, ist alles in Ordnung, alles in Ordnung. Ja, und auf jeden Fall noch Weinbauer. In Stammersdorf jetzt da. Na, endlich entscheiden Beruf. Also muss ich wirklich sagen. Naja, da will ich in anderen nicht aufgeben. Das ist schlecht. Warum muss ich in anderen noch nicht aufgeben? Jetzt lass uns mal anfangen mit ein bisschen Wein. Mein Gott, nein. Ja, nein, ich mit Freunden so schon drauf. Da werden wir uns einmal sehen. Wie heißt das? Der Heurige zur schönen Aussicht oder zum Ausblick. So irgendwie heißt das, glaube ich. Gell? Mach eine Werbung. Michael, schreib eine, wie der Heurige heißt, dass die Leute es wissen. Weil es wirklich super wird. Schöner Ausblick, noch nein, sonst hätte er nicht so heißen. Und ganz liebe Leute, also das ist. Also die Skyline von Wien, weil natürlich von dort sie spielen. Wir jetzt eine Kurzversion, oder was? Fangen wir einfach einmal an. Skyline von Wien, du lebst in mir drin. Kann kommen, wer will, die macht keinen. Du beruhigst mich und du bist mir vertraut. Du bist mächtig, manchmal auch zerbrechlich. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Den Leiden und Leuchten hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Es Skyline von Wien, du lebst in mir drin. Es kann kommen, wer will, dem auch keiner hin. Du beruhigst mich und bist mir vertraut. Du bist mächtig, manchmal auch zerbrechlich. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Den Neidern und Heuchlern hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Schöne Nummer. Das haben wir schon lange wieder gespielt. Muss du gescheit. Das macht aber nichts. War Zeit, dass wir es einmal spielen wieder. Die Skyline von Wien. Yes, das ist ein Wahnsinn. Ja, ja, da haben wir es drinnen. Jawohl, www.ausblick.wien. Ich habe nicht gewusst, das wäre irgendeine andere Endung oder was. Ja, 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 ja. Was schreibt uns die Hette? Meine Mamschi, die gerade leider wieder im Spitalbett liegt. Na, geh, liegt schon wieder. Wenn Sie von heute hergeht, da stehen, grüße ich Sie. Na, das machen wir klar. Logisch. Das passt bereits wieder auf. Ja, Skyline von Wien ist Ausblick auf Wien. Jawohl, Michael, vollkommen richtig. Du für die Hette, respektive für die Mamsch in die Schweiz.
Hätte, schreib mal eine bitte, von wo? Aus der Schweiz, dass die Leute das wissen, dass sie es wissen, nicht? Von wo du kommst, nicht, dass ich am Blödsinn rede. Ja, ja, passt. Du, Michael, liebe Grüße an die Marie. Retour. Wir freuen uns, dass du zuschaut. Und dass wir bald bei euch spielen. Stammersdorf, es ist der Biesenberg so dermaßen stiefmütterlich behandelt. In der Wiener Linie? Ja. Er wurde so stiefmütterlich behandelt, weil das war früher so Stammersdorf eigentlich. Immer ein Weinort bekannt eigentlich. Ja. Aber vom Biesenberg ist nie was geschehen. Nie was. Nie was. Ich habe das Lied geschrieben. Ich habe mein Gott nach Biesenberg, aber ich glaube, ich war der Erste. Muss man sich vorstellen. Aber das muss sich ändern, weil das ist erstens eine schöne Gegend dort und zweitens der Wein hervorragend. Drittens, und das ist ja etwas, das ist ein Körnergossen. Und wir reden nur von Wien, ja? Wir reden von einer Großstadt. Wer welche Großstadt auf der Welt hat ein Körnergossen? Ich meine nicht, dass sich die Stadt Wien sonderlich drum schert. Das ist eine andere Geschichte. Ja, das Thema. Dass das natürlich auch verkund und das Pflaster alles hinig ist und man halber niedergeführt wird von den Leuten. Das ist wieder ein anderes Thema. Aber es ist ein Wahnsinn, es ist ein Kulturgut. Ein Kölnergossen in einer Großstadt. Man kann nicht so mitten in der Großstadt, weil es nicht ist. Ist schon der Grenz zu Hagenbrunn. Aber trotzdem, ein Traum auf der Gegend und da kennt man viel mehr braucht. Aber jetzt da hätte, schreib uns von wo, ich glaube, ich muss schon wieder vergessen, von wo. Ja, mir fällt die Ortschaft weiter. Aus der Französischen, nein, nicht Französischen Schweiz. Wir hassen das. Jetzt ärgert es mich schon wieder. Wusste ich das nicht. Geh mal, spiel mal. Ja, spiel mal. Herrgott aus Stahl, auch ein Hodener. Für die Mamsche, für die erst. Alles Gute, wer wieder gesund, bitte. In Untergrind raus, in ein uralten Haus, in einem Hof in der Speckbuch ergossen. Alles gleich ganz verstaubt, seine Zierde beraubt, ein Herrgott aus Stein ganz verlost. Ich hab ihn entdeckt und als Kind dort versteckt, mein Kinderl und meine Stube. Denn ich größer Buben war, auf die Stuhl wird ich noch. Als Kinderherr, heben's mir schon. Herrgott aus Stein, du nur allein, musst mir das Bier verstauen. Du hast mein Besitz, immer beschützt, bist der Freund davor gestanden. Oft hab ich geweint und hab ich an dich gelernt, den Kinder sorgen sein Geruch. Herrgott aus Stahl, du nur allein, du bist ein einziger für die Mamsche, dass wieder gesund wird. Bitteschön. Dass wieder gesund wird. Hätte, naja, das ist ein Wahnsinn. Jawohl. Aus Stans. Stans in Luzern. Genau. Richtig. Jawohl. Die Mamsche ist aus Basel. Ja, das kann ich mich noch erinnern. Ja, ja. In Zürich, dass jedes Wiener Lied mitsingen kann. Das stimmt. Die hätte, die Mamsche waren oft schon in Wien bei uns beim Heirichen. Und das stimmt, die kennen wahrscheinlich mehr Wiener Lieder als mir. Weißt du, manche Wiener, also muss man wirklich sagen. Aber das ist oft so. Also es gibt so ein paar, so eine Handvoll Leute, die kommen, was ich aus Deutschland oder Schweiz, und die kennen alles. Also da frage ich oft nach, gell? In Hans, frage ich oft, in Hans Ueli aus Bern. Hans Ueli. Aber der kennt sich dermaßen gut aus. Wenn ich was wissen will, und der Wisch gar sonst kann so aus dem Näheren Quellen, dann rufe ich meinen Hans Jürli, also hörst du, weißt das sicher. Du weißt das. Also das weißt, das ist ja gigantisch. Ja, naja, hörst du, wir sind bei einer Stunde angelangt. Ich glaube, das heißt, wir werden schon langsam. Ja, außerdem, ich muss ja jetzt dann heimfahren auch, weil... Ja, gut, ja, nein, muss ich auch nicht schlafen. Ne? Ich muss ja ins Heim, weißt du? Ja, ins Heim. Ins Heim ist gut. Naja, wir werden zum Schluss kommen. Ich weiß jetzt noch gar nicht,
wann wir eigentlich das nächste Mal wieder on air sind. Ja. Wir müssen ein bisschen schauen wegen der Zeit, nämlich. Ja. Nächste Woche. Ja. Eine arbeitsreiche Woche. Ja, es ist eh wieder. Es ist wieder viel zu tun. Wann wer Lust hat, am Freitag, 29. März, sind wir wieder in Ottergring im Achillion gemeinsam mit Ipadrini. Fusionieren wir italienische Hits, also Schlager mit Wiener Lied. Ich sage nur eins dazu, also Strizzi Camora. So ist der Titel, Strizzi Camora. Das ist wieder eine leibende Geschichte, da freue ich mich drauf, wenn wir das haben. Naja, du, ansonsten, wie gesagt, ich möchte es schon nochmal sagen, jeden Montag, und sagt es weiter, betreibt es Wiener Lied so. Unbedingt, das ist das Allerwichtigste. Jeden Montag wird, also ich hoffe, dass ich da mal keinen Fehler mache, aber grundsätzlich wird jeden Montag ein Wiener Lied von uns online gehen auf YouTube. Am Kanal der 16er Buben, ein Wiener Lied geht online. Die Live-Show sowieso einmal die Woche. Ja, aber jeden Montag ist fix. Dann haben wir jetzt schon in Vorbereitung, das können wir auch schon ankündigen. Können wir machen. Wir haben das genannt, ganz weil wir intelligente Burschen sind. WWK. WWK. Wiener Lied Wissen kompakt. Da gibt es dann immer so kurz auf 2-3 Minuten maximal ein Video mit Hintergrundwissen zum Wiener Lied, zu den Instrumenten, zur Geschichte, ja, zu allem Möglichen halt. Wenn du da mal etwas wissen willst oder ein gewisses Thema habt, so sagst du, das jetzt gerne nochmal haben, schreibt uns das, weil wir sind fast ein bisschen angewiesen drauf, was interessiert eigentlich die Leute, ja, weil wir das gar nicht so wissen, in Wahrheit. Weil wir wissen schon, um was es geht, aber ich komme gar nicht auf gewisse Fragen, dass solche Fragen überhaupt auftreten können. Also darum geniert euch bitte nicht. Ja, fragt's. Ja. Unbedingt. Die Dunja fragt, wo das Strizzi Camora im Achillion wieder, was der beim Griechen in Ottergring, Endstation 44 dort, in der Kornhäusl-Villa, dort ist die Strizzi Camora-Partie. Ja, wie gesagt, jeden Montag kommt ein neues Wiener Lied, das wollen wir durchziehen. Einmal die Woche an verschiedenen Tagen, wenn es unter der Woche ist, machen wir immer 19 Uhr am Wochenende, wenn wir es am Nachmittag hier machen. Wie es im Sommer ist, wie mein Bruder ja richtig gesagt hat. Wir werden mal schauen, wie es im Sommer ist. Mal schauen, wie man das, wenn man sich wieder Freiluft oder was, keine Ahnung. Ja, das lassen wir entstehen. Das haben wir. Könnte die, sein, dass wir dann machen, dass der Klaus auch kommt. Naja, klar, wenn wir halt dann, halt dann sagen. Und du, ne? Was denn? Na, dann haben wir die Wiener Liedwissen kompakt. Ja, das wird auch nahe einmal die Woche kommen. Also da sind wir gerade dabei, dass wir das drehen und zusammenschneiden. Also dichtes Programm, was die Online-Auftritte betrifft, und das ist, wie gesagt, für uns jetzt auch ganz wichtig, weil ich der Meinung bin, dass man eben das aktiv werden muss und nicht so aufregen muss, dass alles untergeht. Gell? Ja. So, ich freue mich, Susanne, und sich freut der Michael, alle sagen Dankeschön. Und wir sagen Dankeschön, es ist, gibt nichts Schöneres für einen Künstler, einen Musiker, wenn viele Leute zuschauen, wie ihr. Ja. Und dann die Daumen hochkommen die ganze Zeit und so weiter, ja, und wenn es Spaß macht. Und wenn es teilt. Also der Applaus des Künstlers im Internet ist eigentlich liken, teilen, abonnieren, diese Dinge. Naja, ich würde sagen, Dankeschön fürs Liken, Teilen, Abonnieren und so weiter. Schaut auch auf unsere anderen Kanäle. YouTube, immer 16er Buben nachschauen. YouTube, Instagram, Facebook, sind wir. Wenn ihr noch wirklich informiert werden wollt, ohne dass ihr selber nachschauen wollt, geht auf unsere Homepage www.16erburm.at und tragt sich dort in den Newsletter ein. Der kommt ein bis zweimal im Monat, meistens mit einem kleinen, interessanten, wissenswerten Text dazu. Und da erfahrt ihr wirklich die aktuellen Termine. Kommt quasi frei raus, kriegt es zugeschickt, wenn ihr eure Mail anschaut. Richtig. Ich fasse wieder das Instrument auf. Vater Gott, das ist genau richtig gesagt. Wir sagen mit dem Klassiker, war der Milchmann mit dem Müllekannel und Schäbert, wo ja meine Mutter ein wunderbares Kunstwerk dazu gehört, ja, wie zur Häuselfrau. Da könnt ihr auch schauen, also auf YouTube und schaut auf Klaus Steurer, findet ihr es auch, ich glaube, über 600 ist auch verlinkt. Ist schon verlinkt, ja. Der Vlog in Mamas Atelier heißt diese Serie. Aber ja, das ist alles möglich zu schauen. Aber wir sagen jetzt einmal Dankeschön. Am besten gefällt mir das Raucherbein eigentlich. Das Raucherbein ist auch. Das Raucherbein hat es auch gemacht. Zur Ruslung am Pülstum, ja. Das Rauchermann gibt es auch. Also da gibt es einiges Interessantes und es wird immer mehr geben. Wir versprechen euch, dass wir dranbleiben, dass wir sichtbar bleiben, on air in der Online-Welt und wir tun unser Bestes dafür und dazu und wir danken euch für euren Support, wenn wir da in der International Language so sagen, und wir verabschieden uns jetzt herzlichst mit einem dicken Bussel und einem großen Gruß
aus Kagran, aus dem Punktstudio 16, da eure 16er Buben mit war der Milchmann mit den Mühlekandeln, Schäbert, sagen wir Baba. Speerstund schreit da oben, Leidon geht's doch endlich ein. Und mich stört nicht ein bisschen das Rasseln mit den Schlüsseln. Ich trink jetzt noch ein Flaschen Wein. Erst einmal der Milchmann mit dem Mühlekannen schäbern, wird's für mich Zeit noch auszugehen. Denn sowieso bin ich von Wein da noch ganz schön etwas, als muss ich auch schon für den Doppel sehen. Erst wann der Milchmann mit dem Mühlekannen schäbern, bin ich fürs Bett erst richtig schwer. Wann arme Alte von der Zunge dann doch geklettert, denk ich an Goethe, trau mich um und hör nix mehr. Für dich Gott, servus, Papa, eure 16er Buben. Für dich.